Final Chase, der Gegenpart zu dem Level, was wir gerade mit Sonic gespielt haben. Allerdings um einiges schlechter und um einiges weniger spaßig. Ganz ehrlich. Vor allem ein Punkt, der jetzt kommt, er ist so unfassbar schrecklich. Hier. Diese Barrels, Röhrendinger, die in die Höhe gehen. Man bleibt an ihnen hängen. Ähnlich wie so eine Barrels in Sonic Adventure 1 gab es die auch, da konntet ihr an der Seite lang klettern. In diesem Spiel ist es allerdings so, die Einzelnen gehen noch. Die Einzelnen sind nicht wirklich schwer, ihr bleibt daran hängen, sie drehen sich, ihr müsst also immer im Kreis rumgehen. Allerdings, jetzt ist immer noch nur ein, aber gleich kommt eine Stelle zum Beispiel, wo die einfach nicht richtig programmiert wurden. Ganz ehrlich, die funktionieren einfach nicht. Hier ist immer noch nur eine, da sind immer noch nur Einzelne. So langsam, da ihr seht zwei aneinander, ihr seht sie jetzt da, zwei so eine Röhren aneinander. Sie sind nicht eine Röhre, eine lange Röhre, sondern mehrere aneinander. Und man bleibt einfach mal hängen dazwischen. Das heißt, teilweise sind sie nicht wirklich smooth miteinander verbunden, sondern man bleibt einfach in der Mitte dran hängen. Und das macht das Ganze sehr, sehr unangenehm zu spielen, wenn man ständig irgendwo hängen bleibt, runterfällt. Dann, wenn man hängen bleibt, ist das Sterben so ziemlich das, mir fallen deutsche Wörter nicht mehr ein. Ich sollte Let's Plays auf Englisch machen. Allerdings ist dafür mein Englisch wahrscheinlich nicht gut genug. Und diese Stelle. Ganz ehrlich, diese Stelle. Wenn ihr bei diesen Speedpads nicht genau in der Mitte landet, dann werdet ihr das Ende mit dem Sprung versauen und zur Seite runterfallen. Ihr müsst wirklich in der Mitte landen. Soweit ihr zu weit rechts oder zu weit links seid, werdet ihr sterben. Dieses Level ist wirklich komplett nicht richtig durchdacht und nicht richtig programmiert. Ich hasse dieses Level. Vor allem auch an einer Stelle, die ich nachher geschickt überspringen werde, an der ich wirklich sehr, sehr lange gehangen habe. Da seht ihr, ich bin schon wieder hängen geblieben, da in der Mitte. Und teilweise fällt man runter, teilweise nicht. Ist wirklich... sie sind nicht mal im negativen Sinne zuverlässig, diese Dinger. Und da oben ist diese Whistle, die ihr bekommt. Allerdings braucht ihr den nur, wenn ihr den Chaos Garten oder den Schaugarten haben wollt. Und da ich den nicht mache, erspare ich mir diese Dinge einzusammeln, denn sie bringen nichts für den eigentlichen Spielverlauf. Zumindest nicht meines Wissens nach. Korrigiert mich gerne wieder. Ich kenne dieses Spiel nicht auswendig, ganz einfach, weil es zu schlecht ist. Tut mir leid. Natürlich solltet ihr mit genügend Speed in die Dinger reingehen, um so eine Stellen zu vermeiden. Natürlich könnt ihr durch Spin-Jumps, wenn ihr euren Spin-Dash aufladet und dann sofort springt, sehr viele Dinge überspringen. Hier zum Beispiel. Eigentlich müsst ihr da rangehen und alle von einem Ding zum anderen springen, was nicht gerade die sicherste Variante ist. Deswegen empfehle ich euch, jetzt sind wir an dieser Stelle gestorben natürlich, weil ich den Sprung nicht geschafft habe. Ihr müsst von so einem Barrel-Dingern zum anderen springen, was, ich sterbe da immer. Ich habe es einmal beim ersten Mal nach irgendwie 10.000 Game-Overs geschafft, durch diese Variante da durchzukommen. Allerdings, die Variante, die ich empfehlen kann, ihr müsst einfach nur dahin springen, weil einen ganz langen Sprung machen. Und wenn möglich, wenn ihr so landet, ihr habt noch eine Chance, oben raufzukommen. So wie ich jetzt hier zum Beispiel. Denn ich will wirklich nicht von einem Ding zum anderen springen. Das ist mir zu riskant, dieser Move. Und ihr könnt da oben noch raufspringen. Ihr müsst versuchen, oben auf diese Dinge raufzukommen. Ihr kommt bestimmt mit einem Spin-Jump ziemlich leicht oben rauf. Aber ihr könnt auch einen sehr langen Sprung machen und dann eine Homing-Attack ganz zum Schluss darauf hin. Und dann, ja, wenn ihr darauf schon seid, dann seht ihr, bei mir hat es auch funktioniert. Kommt ihr immer noch oben rauf, es dauert allerdings ein kleines bisschen. Und so könnt ihr einfach von einem Ding zum anderen springen. Und solltet nicht vergessen, diesen Checkpoint einzusammeln, denn sonst wird es ziemlich schwer, hier durchzukommen. Und wenn man da beim ersten Mal, komme ich da nie hoch richtig. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ja, beim ersten Mal habe ich immer Probleme, da komplett hochzukommen. Und hier sollt ihr auch von einem zum anderen springen, einfach durchfallen. Einfach durchfallen. So ist am leichtesten. Und hier haben wir wieder so eine Stelle und ja, diese Barrel-Dinger, ich weiß nicht, was sie sich mit den Dingern gedacht haben. Sie funktionieren nicht, mehrere aneinander zu reihen funktioniert nicht. Das einzige Lustige ist hier, wenn man halt komplett da lang rennt und sie ziehen einen automatisch an, das macht Spaß, da einfach von einer zu anderen zu fliegen.
Und ihr seht, manchmal funktioniert super, meistens allerdings nicht. Und also sind sie nicht mal irgendwie zuverlässig, wie bereits gesagt. Nicht mal in schlechtem Sinne. Und ja, dieses Level ist generell... Macht's keinen Spaß, ganz ehrlich. Und die Musik nervt mich auch. Ich bin nicht so ein Techno-Fan oder was auch immer das sein soll. Und hier diese Stelle auch. Hier durch die Gegend zu springen, ohne von Gegnern getroffen zu werden und dann runterzufallen. Ja, man kann natürlich von Gegner zu den Dingern springen, allerdings... Man stirbt sehr oft, vor allem beim ersten Mal spielen. Wenn man es dann raus hat, die ganzen Level, dann geht's. Und hier auch, man kann nicht springen und dann den richtig Homing attacken. Man landet immer wieder an seinem Körper und stirbt dann. Was wirklich sehr nervig ist. Und ihr seht, da, er macht seine Umarmung. Wenn man da nicht richtig trifft, dann kann man das ganze Ding eigentlich vergessen. Das Gegner-Placement, das ganze Level ist ein großes Desaster. Ganz ehrlich, das ganze Level ist furchtbar. Sowas gab es in Sonic Adventure 1 nicht. Wirklich so ein Level, das überhaupt nicht funktioniert. In keiner Hinsicht. Deswegen war ich so enttäuscht. Und ihr seht doch, man wird nie richtig angezogen. In der Mitte bleibt man irgendwie hängen und fällt runter. Ach, diese Level macht mich schon wütend. Und das ganze Spiel macht mich noch wütender. Ich kann wirklich Sonic Adventure keinem empfehlen. Ganz ehrlich, keinem. Ihr seht schon wieder. Schon zugucken lässt mich hier völlig die Hoffnung ans Gute in der Menschheit verlieren. Oh. Da, ich hab ihn mal getroffen. Oh, danke. Wirklich, ich hab gerade die Hoffnung in die Menschheit verloren. Oh, und jetzt kommt auch so eine Stelle. Ganz lange runtergehen und möglichst nirgendwo hängen bleiben und sterben. Da ist er schon wieder hängen geblieben. Das ist kein Hickser vom Aufnahmeprogramm oder sowas. Nein, das ist so im Spiel. Man bleibt einfach irgendwo hängen. Dazwischen. Da ist er schon wieder. Das Shadow schon wieder geschafft. Und jetzt hier bloß nicht irgendwo falsch drücken, denn sonst kriegt diese Sprungfeder nicht und werdet jemals sterben. I guess I'm not at full power here. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. So, there's more to you than just looking like me. What are you, anyway? What you see is what you get. Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog! I see. But you know, I can't let you live. Your adventure days are coming to an end. Alright, Shadow. Time for me to finish this. Und jetzt kommen wir zum lang erwarteten Kampf Sonic gegen Shadow. Diesmal richtig ein furchtbarer Kampf, ganz ehrlich. Wenn man es raus hat, funktioniert es gut, allerdings vorher nicht. Weil Homing Attacken, wie bereits angesprochen, ist nicht gerade die sicherste Methode der Fortbewegung. Und bei so einem engen Raum, den man hier hat, Homing Attackt man ganz oft zur Seite weg. Und ja, der Trick an diesem Level ist es einfach, so lange wegzurennen oder vor Sonic zu rennen, bis Sonic seine Mega-Attacke macht und sich nach vorne teleportiert. Sich vor einen teleportiert. Und dann einfach an der Plattform davor warten. Und denn er macht so eine Attacken, die alle Plattformen runterfallen lassen und euch treffen. Und dann mit eurem Spin-Dash nach vorne gehen und dann von hinten ihn Homing attacken. Denn so funktioniert es nicht. Ihr müsst so lange vor ihm wegrennen. Oder vor ihm rennen, möchte ich sagen. Und bis er sich nach vorne teleportiert. Und dann, ihr seht, wenn ihr da vorne an der Kante seid, dann bleibt ihr hängen, wenn ihr die Spin-Dash-Attacke macht. Und dann fallt ihr runter. Und wenn ihr runterfallt, seid ihr tot. Und ja, deswegen müsst ihr hinten warten auf so einer Plattform, die runterfallen kann. Weil ganz einfach vorher, da
dann könnt ihr halt springen. Ihr habt die nötige Reaktionszeit, um zu springen und dann eine Homing Attack auf Sonics machen. Und ihr seht einfach warten und dann springen und hinten rein und er ist besiegt. Ich hoffe, ich hab's halbwegs logisch erklärt. Aber ja, bis dahin verabschiede ich mich von euch. Viel Spaß mit dem Ende und den Credits der Dark Storyline. This completes my plan to take over the world. Now begins the glorious era of the Empire of Eggman. Ha 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 ha